Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 21.09.2021. Ja, und heute ist eigentlich nichts wirklich Spannendes passiert. Ich habe keine Aktien verkauft oder gekauft. Wir gucken uns gleich den Chart an. Vorher gucken wir mal hier unter die beliebtesten Aktien. Und ja, da an erster Stelle hier Amazon. Ein kleines Minus habe ich ja in meinem Zweitdepot, Apple auch in meinem Zweitdepot. Und übrigens habe ich heute ein Video gedreht, in dem ich quasi mein Anfangsdepot, also mein Depot, was ich hier zum ersten Mal auf YouTube gezeigt habe im November, also ausgerechnet, wie viel ich hätte damit Plus oder Minus gemacht, hätte ich alle Aktien von damals behalten. Und das Video werde ich jetzt die Tage ja, hochladen. Und dann könnt ihr euch das gerne angucken, wenn ihr möchtet. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Tesla habe ich hier selbst im Depot. Microsoft ein kleines Plus. Und Alphabet in meinem Zweitdepot auch hier ein kleines Plus. Ja, jetzt gucken wir uns mal an, wie meine Aktien so performt haben heute. Eigentlich ganz gut. Ein paar sind dann doch ein bisschen deutlicher ins Minus gegangen. Aber das schauen wir uns mal im Detail an. BioNTech. 293,30 Euro gerade eine Aktie wert, heute alleine 7,20 Euro plus gemacht, war hier zeitweise bei ja, 297 Euro, wir sehen es hier nochmal genauer, bei der Eintagesspanne bei 298 Euro stand der Kurs heute, ist noch nicht an meinem Buy-in gewesen, gestern waren sie ja kurz da dran, aber in der letzten Woche am 16.09. meine ich, war es sogar, ja, war es ganz gut im Plus. Naja, mal gucken. Also wie gesagt, ich hatte ja angekündigt, hier schon ein paar Gewinne mitzunehmen und dann gegebenenfalls nochmal nachzukaufen. Bin gespannt, ob der Buy-in diese Woche hier noch erreicht wird bei mir. Tesla, ja, konstant gestiegen, 8,50 Euro. Auch hier zeitweise 635 Euro eine Aktie wert gewesen. Natürlich enorm und hier insgesamt mit 23% im Plus. Ja, Beko Group oder ehemals Selling, auch ein kleines Plus gemacht, wobei es hier holprig gestartet ist, doch noch ganz gut erholt. Und hier bin ich insgesamt 45% oder eher 46% sogar im Plus mit 10 Aktien und bin sehr, sehr zufrieden, kann gerne so bleiben. Ja, ansonsten was Neues gibt es hier eigentlich auch nicht. Die Woche bei Selling, ja, plus minus null. Der Monat ein kleines Plus. Aber im Jahr 219% sprechen auf jeden Fall schon für sich. British American Tobacco, auch ein kleines Plus gemacht. Nichtsdestotrotz ja auch noch 3% im Minus. Das ist ja immer mal so, mal geht's rauf, mal geht's runter hier. Wenn man sich den Monat anguckt, noch leicht im Minus. War tatsächlich auch gar nicht im Plus diesen Monat oder so. Also hier war ich echt lange nicht im Plus. Das einzig Gute natürlich, dass sie hier eine Dividende ausschütten. Ja, die habe ich im August auf jeden Fall mitgenommen. War um die 5 Euro, meine ich. Nel Azar, ja, 1,26 Euro gerade wert. Waren hier schon bei 1,29 Euro fast. Und hier bin ich 4 Euro minus oder 1,62%. War heute aber zeitweise auch schon ein bisschen im Plus, ein paar Euro. Macht jetzt natürlich nicht viel aus, aber ich hatte ja schon gesagt, dass ich Nel Azar ja, langfristig halten möchte. Redfin, jetzt zum Schluss des Tages hin nochmal super gestiegen, 1,16%. Aber auch hier noch mit 65 Cent im Minus. Könnte gut sein, dass ich hier gleich ins Plus komme. Wie wir sehen, bei der Eintagesspanne heute schon mal 43,81 Euro gewesen, also 3 Cent quasi pro Anteil im Plus gewesen. Ja, macht jetzt auch nicht wirklich was aus. Die Woche hier lief ganz gut. Im Monat auch ein Plus von 8,34%. Wenn man sich das Jahr anguckt, wurde dieser Wert oder ist man noch weit von diesem Höchstwert hier von Mitte, Ende Februar entfernt. Aber auch hier gilt es, die Aktie langfristig zu halten oder meine 5 Anteile quasi langfristig zu halten. Facebook,
heute auch den ganzen Tag im Plus gewesen und hier 12% im Plus. Dann Walt Disney ist gerade nochmal richtig gesunken, 3%. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt los ist, ob es irgendeine Meldung gab. Schauen wir mal hier nach unten. Hier wurde jetzt nichts aktualisiert oder so. Keine Ahnung, warum die jetzt so krass gesunken sind. Vielleicht wisst ihr das ja und könnt es mal in die Kommentare schreiben. Dann Visa. Ja, ein kleines Plus gemacht, aber auch hier insgesamt im Minus. Zalando heute auch ins Minus gegangen. Ja, 3,88% hier insgesamt im Minus. Auch nicht so schön. Und Novo Nordisk auch wieder super gestiegen. Hier bin ich fast 7 Euro im Plus oder 11,62%, obwohl ich halt noch nicht mal eine einzige Aktie habe. Ich bespare sie ja mit 20 Euro im Monat. Und möchte das vielleicht auch irgendwann mal erhöhen. Ja, nicht investierter Betrag von 3,50 Euro. Und ansonsten ist eigentlich, wie gesagt, nichts passiert. Ich habe nichts gekauft, nichts verkauft. Und warte einfach mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Mein Depot fällt so ein bisschen mit BioNTech. Oder steigt auch mit BioNTech, wenn sie dann mal steigen. 71% des gesamten Portfolios ist natürlich enorm viel. Sehr, sehr risikoreich. Und das muss ich auf jeden Fall ändern irgendwann, wenn sie eben einen guten Ausstiegszeitpunkt anbieten, also wo ich zumindest ein paar Anteile hier loswerde und Gewinne mitnehme. Ja, mal gucken. Da werden wir mal abwarten, wie es jetzt in Zukunft oder jetzt die letzten Tage im September so aussehen wird oder im Oktober. Die Zeit rennt ja nicht weg. Ja, das war es ansonsten auch mit dem Video heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Bei mir, wie gesagt, 84 Euro plus oder 0,93%. Kann natürlich sein, dass sich das jetzt bis Börsenschluss nochmal ein bisschen ändern wird. Aber ich denke mal, es wird nicht so viel, sonderlich viel passieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann!